Hallo zusammen. Wenn dieses Video euch gefällt, abonniert mich und bitte einen Daumen nach oben. Moin moin auf meinem YouTube Channel. Diesmal geht's um den C64 Mini und Maxi. Es ist ein neues Hack-Tool erschienen, mit dem man sehr einfach neue Spiele auf den C64 im Karussell hinzufügen kann. Das Gute bei dem Hack ist, man benötigt nur einen USB-Stick, aber es handelt sich hier um eine Beta-Version, die noch nicht ganz ausgereift ist. Der C64 hat von Hause aus 64 installierte Spiele. Es gibt zwar die Möglichkeit, Spiele über USB zu spielen, aber ich finde es viel komfortabler, wenn man Spiele über den Karussell-Modus auswählen kann. Mit diesem Mod ist es möglich, die Spiele im Karussell auszutauschen. Zu beachten ist, dass die Anzahl von maximal 150 Karussellspielen nicht überschritten werden darf. Das Ganze funktioniert auch mit der aktuellsten Firmware. Und wie bereits gesagt, mit dem C64 Mini und mit dem Maxi. Alle benötigten Links findet ihr unten in meiner Beschreibung. Hier auf dieser Seite finden wir das neue C64 Karussell Game Tool. Den ersten Download finden wir hier und das laden wir uns runter. Wir entpacken das Verzeichnis. Jetzt benötigen wir einen USB-Stick, der auf jeden Fall mit FAT32 formatiert sein muss. Außerdem muss er auch kompatibel sein zu den C64. Wir öffnen jetzt das Game-Verzeichnis und kopieren alle Daten auf den USB-Stick. In dieser Version mache ich das so, dass ich direkt von USB-Stick arbeite, aber natürlich ist das sicherer, wenn ich das Game-Tool direkt auf dem Computer starte. Jetzt haben wir auf den USB-Stick das Game-Tool. Hier in dem Games-Verzeichnis befinden sich Spiele, die bei dem Mod mit dabei sind. Ich starte das Tool und kann jetzt hier erkennen, welche Spiele damit bei sind. Wenn ich nur diese Spiele übertragen möchte, gehe ich hier unten auf Make Firmware und klicke hier auf jeden Fall immer an Backup My Games und überprüfen. Also es wird ein Backup gemacht von einem alten Game-Verzeichnis. Von Betriebssystem wird ein Backup gemacht und die Daten werden überprüft. Jetzt gehe ich auf Make. So, alles fertig. Wenn ich mir jetzt den USB-Stick anschaue, habe ich hier eine neue Firmware-Datei. Diese BIN-Datei ist das von dem Tool produzierte Firmware. Wichtig ist jetzt, da wir von USB-Stick aus arbeiten, dass wir das Gerät ordnungsgemäß aus dem Computer entfernen. Hier unten können wir erkennen, dass der USB-Stick von C64 erkannt wurde. Ich wähle jetzt Systemeinstellung, dann Systeminformation. Und hier steht, dass eine neue Firmware gefunden worden ist, die wir jetzt aktualisieren. Jetzt wird ein Firmware-Update durchgeführt. Nach dem Update wird der C64 neu gestartet. Und hier sehen wir jetzt alle Spiele, die wir mit dem Game-Tool übertragen haben. Wenn wir jetzt den USB-Stick wieder an den Rechner ranstecken, sehen wir hier unsere Backup-Daten. Wir kopieren uns jetzt die NAND-Dateien und das Games-Backup in ein Verzeichnis auf dem Computer. Ich habe hier eins vorbereitet, das heißt Backup. Jetzt habe ich hier alle wichtigen Backup-Daten auf dem PC gespeichert.
Wenn ich mir jetzt das Games Backup Verzeichnis anschaue, mit WinRAR zum Beispiel, dann kann ich hier das Game Verzeichnis sehen. Wenn ich das benötige, kann ich das wieder zurückkopieren. Jetzt möchte ich zeigen, wie man ein Spiel hinzufügt. Ich lade mir hier zum Beispiel auf dieser Seite ein Spiel runter. Ich habe mich jetzt entschieden, mal Arkanoid zu benutzen. Hier wähle ich die Diskette aus. Und hier finden wir auch Screenshots der Spiele. Und auch das Cover. Sollte hier jetzt kein Cover sein, kann ich mir das auch hier runterladen. Wir speichern uns diese Screenshots ab. Benutze das Cover von dieser Seite. Weiter benötige ich noch Spielinformationen, die ich auf der C64 Wiki-Seite finde. Aus der Gamebase 64 kann man ebenfalls noch Daten des Spiels raussuchen. Was hier auch erwähnt wird, welcher Joystick-Port in dem Spiel verwendet wird. Hier finden wir jetzt unsere Daten wieder und das Spiel. Das entpacke ich. Es gibt hier zwei Versionen von dem Spiel. Ich lösche jetzt die Dateien, die ich nicht benötige. Das hier ist das C64-Spiel. Und hier sind die Bilddateien. Leider kann in dieser Version das Game64-Tool nur PNG-Pfeile bearbeiten. Deshalb wandle ich die einfach um. Ich öffne die einfach Bearbeiten und speichere die als PNG-File wieder ab. Das Ganze wiederhole ich jetzt mit allen Bilddateien, die kein PNG-Format haben. Sollte ich ein Cover haben, wo Vor- und Rückseite sind, muss ich das beschneiden. Und wieder als PNG abspeichern. Hier habe ich jetzt die PNG-Dateien und die Spieldatei. Ich öffne jetzt das Game Tool und füge mit Add ein neues Spiel hinzu. Der Name ist Arkanoid. Das Spiel befindet sich bei mir unter Downloads. Ich wähle hier das Spiel aus, das Cover befindet sich auch unter Downloads, der Screenshot 1 hier und der Screenshot 2 hier. Hier habe ich jetzt die Möglichkeiten, noch Daten einzutragen, die ich zum Beispiel von der Wikipedia-Seite bekomme. Ich könnte mir hier den Text rauskopieren und hier einfügen. Mir ist noch aufgefallen, dass Texte mit Umlauten nicht richtig dargestellt werden können. Also auf jeden Fall alle Umlaute im Text entfernen. Hier erfahre ich auch das Ja. Und dem Musiker. Hier habe ich die Möglichkeit auszuwählen, um was für ein Spiel sich das handelt. Hier in der Gamebase 64 erfahre ich, dass Port 1 verwendet wird.
In einem meiner anderen Tutorials habe ich gezeigt, welche Einstellungen hier möglich sind. Schaut euch dazu dieses Video auf meinem Channel an. Wir können uns hier die Standardeinstellung auch runterladen. Auf dieser Seite die CJM-Dateien zur Verfügung stellt. Hier ist halt wichtig, um welche Version sich das handelt. Ich nehme jetzt irgendeine und öffne die mit dem Texteditor. Das Sternchen hinter J1 zeigt mir an, dass der Joystick 1 hier benutzt wird. Ich kopiere hier diesen Abschnitt nach einem Doppelpunkt. In das Fenster von Joystick 1. Das heißt, Joystick 1 ist aktiv. Hier stelle ich ein, dass es ein C64-File ist, um sich um ein PAL-Spiel handelt. Ich habe hier jetzt den Namen nochmal geändert, damit wir das schneller wiederfinden. Mache ich einfach drei Nullen davor. Wenn alles fertig ist, speichere ich das jetzt ab. Hier sehen wir jetzt unser Spiel und die Daten, die wir eingegeben haben. Ich habe jetzt nochmal die Möglichkeiten, die Daten zu ändern, jedoch nicht den Spielename. Jetzt wählen wir hier unten Make Firmware. Ich wähle hier unten nur Check an und möchte die Spiele behalten, die sich auf dem C64 befinden. Wähle jetzt Make. Wenn alles fertig ist, wenn ich das Programm von Festplatte aus starte, wähle ich hier Save und den C64 USB-Stick aus und speichere das ab. Wenn ich das Programm von USB aus starte, dann kann ich hier mit Cancel einfach beenden. Wichtig nochmal, wenn ich das Programm von USB aus starte, muss der USB-Stick vom Computer getrennt werden. Der USB-Stick mit der gepatchten Firmware muss sich jetzt im C64 befinden. Wir wählen jetzt hier die Systemeinstellung, wieder Systeminformation und aktualisieren unsere Software. Jetzt sehen wir, wenn wir es richtig gemacht haben, das Spiel Arkanoid, das ich mit 000 Arkanoid eingegeben habe. Da es sich bei den Tools noch um eine Beta-Version handelt, kann ich jetzt hier den Text nicht erkennen, weil nur der englische Text angezeigt wird. Wenn ich jetzt hier unten die Sprache auf Englisch stelle, dann wird mir der Text hier auch in Deutsch angezeigt. Wenn wir jetzt hier, wie in der Beschreibung, Hieroglyphen sehen, haben wir vergessen, die Umlaute zu entfernen. Hier habe ich jetzt alle Sonderzeichen und Umlaute in der Beschreibung entfernt. Es besteht auch jetzt die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier den USB-Stick habe und der Games, sehe ich hier das Spiel, was ich hinzugefügt habe. Wenn ich das jetzt editiere mit Notepad++, habe ich hier auch die Möglichkeit, die Beschreibung zu kopieren. Hier unter DE ist die deutsche Beschreibung. Wichtig ist auch hier ohne Umlaute oder Sonderzeichen. Die kopieren wir uns auch jetzt hier rüber. Jetzt habe ich hier die deutsche Beschreibung und hier oben den Titel. Den kann ich jetzt hier editieren. Aber ich darf diese Daten hier nicht verändern. Das speichere ich jetzt ab. Dann starte ich das Game Tool erneut und stelle oben fest, dass der Game-Titel sich geändert hat.
Es ist auch schon vorgekommen, dass die neu hinzugefügten Spiele nicht angezeigt werden. Erst als ich das Häkchen bei Delete All Games First angewählt habe, wurden die Spiele danach angezeigt. Wohlgemerkt, es handelt sich hierbei bei dem Game Tool um eine Beta-Version. Trotz kleiner Fehler ist das Hinzufügen von C64-Spielen jetzt echt einfach geworden.